Naja, manchmal ist es halt so, ne? Angewohnheiten schlichte. Aber ich denke mal, das ist meine Mutter in Schuld. Die hat das immer gesagt. Ja, aber das ist ja sowieso regionsmäßig manchmal so ein bisschen. Ne, so wie wo oder ne? Bloß, habe ich froh, dass ich das los bin. Ich habe früher so oft wo gesagt, das glaubst du gar Das nicht. ekelhaft. Ich hasse Und das. Ich ich hasse das. Ich auch. hasse das. Ich auch. Ich habe mir dann, das Schlimme war, ich muss, da haben wir uns damals so Wetten einfallen lassen, ja, wer wo sagt, muss 10 Cent sein. Das wurde dann relativ schnell teuer und dann hat man irgendwann doch mal angefangen, sich Kopf darum zu machen, dass man das so nicht mehr so sagt. Ja, und weißt du, was das Schlimme war? Kurz nachdem wo weg war, kam ne. Wo und ne. Ey, Ne. nein, what the fuck? Was geht? Also, das ist, ey, das war Ja, das sind richtig so schlimm. regionale Krankheiten. Ja, aber sowas von, da kannst du einen drauf lassen. Aber ich sage ja, dieses Wort, das ist, boah, das hat sich bei mir so, boah. Ja, Und ich habe sie, aber. ich habe meine Ex dafür jedes Mal quasi ausgelacht. Das Geilste ist, wenn du einkaufen warst und dann irgendwie so eine, ne, Verkäuferin oder so, Ja. also, boah, ich weiß nicht, so oft hat das, ich weiß gar nicht, wie man das so oft anwenden kann. Vor allem, wie ich jeden Scheiß anwenden kann. Ist schon Naja, faszinierend, ne? ja, Das ist echt es schon ist vor allem faszinierend. gar nicht so einfach, das in jedem Satz Nein. fünfmal einzufließen lassen. Das zeugt schon von Kreativität. Ich meine, man sollte sich das sogar nicht so lustig machen, weil das gibt's in ganz vielen Sachen und das haben wir auch irgendwie bei ganz bekloppten Sachen. Ach, So, das bei ist. uns ist das so, oder hier, ne, in unserer Ecke ist das ja ganz oft dieses Ne. Ja, deswegen ja. Beziehungsweise das Wort und ne. Oh, schrecklich, schrecklich. Ich bin froh, dass ich es los bin. Ich meine, obwohl ab und zu erwische ich mich trotzdem noch dabei, wie ich wo oder. Also nicht wo sage, aber ne. Ja. Hält sich Gott sei Dank in Grenzen. Ist genauso wie Alter. Alter! Wenn ich mich aufrege, das, ey, weißt du, was ist der Dann Kacknub in kommt's Schuld? durch. Das ist der Kacknub, weißt du, ist das in Schuld? Weißt du, er und Totti. sein Kackalter immer so, bah. Und jetzt willst du mal, wenn ich mich aufrege. Alter! Naja, so ist das. Schlimm, schlimm ist das. Das sind so, sind wirklich so scheiß Angewohnheiten. Ja, das ist genau wie LOL. Das Ja, ist total lol. sinnfrei, aber, ne? Man hat's halt. Stimmt. Ja. Das stimmt. Man hat's halt drin. Aber ist total sinnfrei. Lol. Ja. Ja. Der ist aber auch so. Man hat es sich irgendwann einfach mal angeeignet. Und dann war es so. Schlimme, schlimme, schlimme Eigenschaften, wirklich. Also so Gewohnheiten. Oh. Ja. Aber man kann sich ja Gott sagen, mit Mühe und Fleiß kriegt man die auch weg. Also ist froh drum. Wo ich bin eigentlich generell ganz froh drum, auch mit unserem Dialekt. Auch ganz froh drum. Ja, gibt da schon manche echt gute Sachen. Es gibt lustige Dialekte, definitiv. Ich will mich jetzt auch nicht lustig machen über den einen oder anderen Dialekt, aber das ist ja nicht so, dass ich die Leute auslache, weil sie so reden. Es hört sich einfach nur lustig an. Ja, für uns dann halt, Ne? ne? Klar. Ja, klar, für die hört sich das ja ganz normal an. Genauso wie wenn wir in unseren Ruhrpott-Deutsch reden, weißt du so, und hast du nicht gesehen, Ruhrpott-Schnauze. Ist ja genauso wie Berlinerisch. Boah, Ne? das finde ich so. Fand ich so geil bei Pox immer damals. Oh, Ecke, genau. finde ich Boah. zu geil, finde ich zu geil. Das ist so Panne irgendwie, ich weiß nicht. Ah, das war schon cool, das war schon cool. Auch seine Frau war immer ganz cool drauf. Ja, auf jeden Fall, aber das ist so Panne gewesen immer. Stimmt. Irgendwie hat man sich dann voll weggetrollt. Das sowieso. Noch. Nur ich glaube, das müsste jetzt hinter deinem Haus genug Platz sein. Ich hoffe, dem Herrn ist das so genehm. Weiß noch nicht, du kennst mich doch, ich bin da sehr wählerisch. Du hast drei breit jetzt neben dem Haus und hinter dem Haus. Ne, hinter sogar mehr. Guck mal. Eins, zwei, Dahinter ist drei, ja ein. vier, fünf sogar hinter. Ah, ist doch schön. Du solltest jetzt plätschern. Ja, das sieht doch gut aus, danke. Das war's. Nö.
jetzt gehe ich mal wieder mit der Heckenschere los und brauche mal mein... ringsrum hier gedingse... Kakidi... Kakidi-du. Kakidi-du weg. Ja. Ja, und dann können wir ja unseren hier Geheimgang noch machen. Unter. Ja, hier beim Brunnen. Genau, ich muss jetzt mal einen Angriff dann nehmen, wenn wir hier fertig sind. Ich dachte, du hast heute die Folge bei Big Bang gesehen. Geheimgang. Nee. Mein hinteren Geheimgang zu deinem vorderen Geheimgang. Nee. Das meinte ich nicht. Jetzt wurden wir ja getrennt, ne? Da kannst du machen, was du willst. Aber nicht mit meinem hinteren Eingang hier. Du bist beinahe, ey. Wieso ich? War bei Big Bang Theory. Ja, aber was für Ideen du kommst hier. Ja, kann doch sein. Wer weiß, was du davon hast. Ja, ich meine, das weiß ich auch noch nicht so ganz. Aber das glaube ich nicht. Ich hoffe nicht. Glaube ich nicht. Ich hoffe nicht. Ah, freue mich hier die ganze Zeit selber. Das ist so geil. So. Dann müsst ihr eigentlich noch, naja, dann werde ich auch machen, wenn die Truhen und sowas hier weg sind, wenn wir hier soweit durch sind, dann werde ich, das mal einer hinsetzen, die ganze Scheiße, mein Zaun an der Seite. Da ist jetzt zwei Platz, aber das Outside passt eigentlich. Ja, wir müssen gleich auch schon Pause machen wieder, ne? Dann haben wir schon dann... Ich habe gar nicht auf Uhr geguckt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wir haben jetzt 10:30. Schon ein bisschen was geschafft heute. Ja. Sieht dann fast so aus. Das geht ja sogar, das ist ja verrückt. Geht sogar? Hui. Nee, Mann, über den anderen. Du kannst hier auf dem Laubzeug kannst keine Fackeln anbringen. Nee, geht nicht? Wow. Nee. Aber hier so ein Zaun kannst du da dran werfen, der schwebt dann in der Luft. Das ist ja was bekloppt. Sehr mysteriös, das Ganze. Alle ein bisschen verwirrt hier. Auch schon nicht mehr, ne? Ey, so war das nicht gerechnet hier. Ey. Wo genau? Manu, was ist denn das hier? Was ist denn das für ein Kack hier? Ich will den anders haben. Ja, was da los ist. Treppe will nicht, wie ich will. Warum sollte sie das mal wollen? Weiß ich nicht. Mann, das nervt hier. Geht doch. Ich finde schade, dass man in dem Laub, wenn man den einen hochmacht, dass die da auch noch drüber kommen. Wäre cool, wenn man damit hätte so wie so einen Zaun machen können, dass die da auch nicht drüber kommen. Na, das wird aber, denke ich, auch noch bald kommen. Ach, ich weiß nicht. Also, ich finde es ein bisschen komisch, dass du halt, wenn du einen Zaun nimmst quasi, dass die dann da nicht drüber kommen. Aber wenn du irgendwas anderes nimmst, was einen hoch ist, dann kommen die da drüber. Das ist irgendwie ein bisschen... Ja, das stimmt. Ein bisschen wirsch. Doof. Ah, nö. Schwer mit den... Ne.
Ziegen sind jetzt gleich alle fertig im Grund. Also hier. Ne? Oh, oh. Entschuldigung, jetzt habe ich voll gegen das Mikro gehauen hier, weil ich mich kratzen wollte. Ich sehe das natürlich nicht hier. Steht hier noch vor meinem Gesicht. Ja, wer hat das aber hingestellt, welcher Depp? Schlimm soweit. Da wollte mich jemand ärgern. Oh. Ich befürchte fast, dass ich deinen ärgern wollte. Irgendeiner wollte dich da verarschen. Hat er ja wohl geschafft, würde ich mal behaupten. Hier so. Ach guck mal, hier fehlt das Schild. Ich weiß gar nicht mehr, was da drauf stand. Auf jeden Stein oder was, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Ich hab keine Ahnung. Einfach mal da irgendwas drauf getackert. So, da nicht da. Na, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen. So, jetzt haben wir die ganzen Blumen da getan. Ich Hornochse. Leben hattest du schon gebrannt, ne? Also die Ziegelsteine, ne? Also ja. Ziegel. Ist alles für dich jemand. Die noch weitermachen. Drei Stacks sind da drin. Ah, so viel brauche ich nicht, also ich hoffe. Ja, nicht allzu viele. Komm ich wieder, wie Göbel? Geh rein. Gucken wir später wieder heile. Oh, jetzt habe ich Schluck aufgekriegt hier, ey. Was ist das denn hier? Wer denkt denn da an dich und küsst einen anderen? Du bist gerade im Schlafzimmer oder so, keine Ahnung. Kann er nur deine Freundin sein? Ah, wer weiß. Naja, mein Kater macht mir ein bisschen Angst. Wieso? Der ist ja jetzt in dem Alter, wo er so langsam ja geschlechtsreife, also er hat jetzt so langsam die Geschlechtsreife. Okay. Und naja, der wird ein bisschen komisch momentan, wenn man ihn krault. So. So, da bewegt sich was ich eigentlich nicht so, was ich nicht so schön finde, weißt du so. Okay. Und da hört man echt sehr schnell auf, dann ihn zu streicheln. Mir dann doch ein bisschen zu nah die Bindung, die er aufbauen möchte, da. Auferständet. Also, ja, so eine Art, ja. Ja. Also heute, wo wir mit dem Hund draußen waren, also wir waren ja mit einer, ja, wie will man das sagen, Bekannten raus, die bei mir hier im Supermarkt arbeitet, daher kennen wir die eigentlich auch nur. Und die hatten Rüden, wir haben ja ein Weibchen, und unsere war ja vor kurzem läufig. Und ja, also irgendwie... Das war auch die ganze Zeit nur Thema. Oh, ein Creeper! Alter! Hast du die Kappe heiß? Ich bin weggerannt! Der war böse! Jetzt räume ich aber mal die Kisten hier so weit ein bisschen ins Lager an. War doof, was war denn das hier? Kommt denn der her? Ganz schön nervig, die Viecher. Scheiße, ey, kommt auf einmal so ein Kackstift um die Ecke, ey. Ja. Aber wir haben vorhin das selbe Spiel. Oh, das Feuer hat mich jetzt auch erschreckt. Ich dachte, es wäre wieder ein Creeper. Oh nein! Weißt du so? Aber ist dann doch nicht hier alles ein Creeper, wenn man sieht. Gott sei Dank. Ja. Wenn man die Lücken hier nicht sieht, ich möchte die trotzdem befüllt haben. Und das wird von vorne bis hinten nicht reichen mit den Kaminen. Dann mache ich das in der nächsten Aufnahme, mache ich den fertig.
Alter, mit dem Haus ist jetzt hier auch schon wieder völlig zerstört, ne? Nur war das ja hier nur Zierdehaus hier. Ja, gut, aber. Scheiße, ey, ehrlich. Sein ein bisschen in unseren eigenen Dörflern. Ich dachte, wir wären sicher hier. Tja. Der Golem, der macht gar nichts, ne? Der feiert da seine eigene Party die ganze Zeit, ne? Ja, und wir steht da hinten irgendwo rum. Keine Ahnung, mit dem. Völlig in die Lüfte. Ja, der steht ja so ein bisschen sinnlos, gerade da hinten in der Ecke oben. Das ist ja das Dome daran. Da müssen wir noch einen bauen oder so. Der auch sinnlos rumsteht. Ja. Ja. Das Sinnlose hier. So, aber ich würde auch sagen, dann lass uns ein kleines Päuschen machen. Oder wolltest du jetzt noch großartiges, dass eben das Fertig reparieren? Nicht unbedingt, können wir am nächsten Mal vielleicht machen. Ja, machen wir beim nächsten Mal dann. Wo bist du denn? Hier im Haus. Im Lager. Ja, dann würde ich sagen, dann beenden wir die Aufnahme hier und sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ja. Und tschüss. Und tschüss. Tschüss.